Hallo ihr Lieben, heute möchte ich mich erstmal ganz herzlich für die ganzen Ideen und Tipps bei euch bedanken. Da sind ja schon wieder schöne Sachen reingekommen zum Flusspferdgehege, aber auch hier schon zum Mischgehege. Und ich würde aber sagen, wir sammeln das mal ein bisschen, dann können wir das schön in einem Schwung wegmachen. Und ich baue mal hier weiter, da wird es bestimmt noch die ein oder andere Steilvorlage geben. Also, ich habe ja schon gesagt, wir wollen hier mehrere hundert Flamingos irgendwie reinquetschen, irgendwann. Und das Thema Rückzugsort wird dann relativ spannend werden. Denn wir brauchen da, glaube ich, eine relativ große Fläche. Einfacher wäre es natürlich gewesen, dieses Gehege hier als Haus auszulegen, mit komplett Dach drüber. Dann ist nämlich das ganze Gebäude ein Rückzugsort. So haben wir das nicht. Deswegen würde ich jetzt eine Teilüberdachung hier mal vorschlagen. Und würde da mal einfach anfangen. Wir gucken mal bei unseren Dächern hier. Und natürlich will ich da nichts anderes als Glas haben. Hier gibt es die Rahmenversionen. Ich hätte gerne so eine rahmenlose. Das hier. Und ich gucke jetzt einfach mal von oben direkt drauf, damit wir so ein bisschen die Relation genau sehen. Fangen wir hier an. So 7 Stück. Machen wir 8. Mal 3. Okay, Höhe prüfen wir später noch. Aber ich sehe schon, das machen wir lieber jetzt. Sonst wird das nichts mehr. Also einmal in den Himmel. Ein bisschen nach oben. Die Leute von hier sollen drunter weggucken können. Drunter durch, genau. Okay, bestätigen. Baugruppenmodus wieder aktivieren. Und jetzt machen wir irgendwas flach auslaufendes an den Rand. Hier, das sieht gut aus. So, jetzt müssen wir mal die Rasterhöhe bemühen. Die steht auf 0. Das ist gut. Ja, perfekt. Habe ich mich verzählt, oder? Der kommt weg. Yo, ich hab mich verzählt. Okay, auch gut. Und hier nochmal 3. Dann brauchen wir noch die Ecken. Das wäre das Modell hier. Die passt hier. So. Und so. Gut. Ich kenne jetzt kein Dach, das wirklich von alleine frei schwebt. Ah, Stützen müssen her. Und warum? Bleiben wir nicht im gleichen Stil und nehmen einfach die, die wir hinten bei der Dampflok schon gebaut haben. Dann macht das alles auch vom Konzept her so ein bisschen Sinn, vom Designkonzept. So. Gehen wir nochmal in die Draufsicht. Drehen es mal einigermaßen gerade. Dann weiter runter. So wäre das gar nicht schlecht. Ich logge es mal ein. Und jetzt machen wir noch die Höhe klar. Oder obwohl, ich könnte das eigentlich auch hier mal als Höhenmaßstab nehmen. Ja. Und passe das Dach an. Machen wir das mal so, dass es schön drauf sitzt. Und habe ich mich doch noch ein bisschen verschätzt mit der Ausrichtung hier. Ziehen wir es noch ein Stück rüber. Ist auch egal, was wir jetzt genau hier verschieben. Der Abschluss passt einigermaßen. Ja, lass mal gut sein, das Dach sitzt. Jetzt nehmen wir uns noch so einen schönen Pfosten hier. Jetzt brauchen wir die Höhe nicht mehr ändern. So.
Passt gut. Machen wir das mal so und ziehen das Dach noch ein Stück nach. Ja, wieder pingelig heute, ne? Okay. Hier korrigieren wir jetzt noch mal ein bisschen den Pfosten, den Steinblock hier unten. Ei. Sitzen die natürlich press aneinander. Ja, der obere hat Spiel, okay. So, wunderbar. Und jetzt ist das hier das Gebilde, was ich an jede Ecke setzen werde. Das machen wir mal anders. Okay. Bin ich gespannt, wie sich das gleich drehen wird. So, ist das in Ordnung? Kleines bisschen noch. Lass uns gut sein. Ich will ja keine Stunden hier verschwenden. Jetzt machen wir erstmal alle hier. Und dann ziehen wir unten die Steinblöcke nach. Passt. So. Ah, das reicht. Okay. Retten, was zu retten geht. Der war eigentlich schon gut, oder? Der war schon gut. Sehr fein. Hier ist auch fast nichts nötig. Ja, nach unten können wir es natürlich ein bisschen durchziehen. Ah ja. Der Matze und die Tasten. Machen wir das mal so, dann sind wir ein bisschen schneller. So, das mit dem Zoom, das muss ich immer noch ein bisschen üben. Die Regeln, wie es funktioniert, sind klar, aber in der Hektik geht es doch nie gut. Okay, und jetzt kommen wir mal zu dieser Frage, warum ich das letzte Mal nicht den Stein nach unten ins Wasser gezogen habe, sondern das Holz. Das war ganz einfach. Es braucht weniger Platz unten. Es nimmt weniger Fläche weg. Ach, das war schon viel zu viel. Das war jetzt klar, ne? Okay, passt. Das sind jetzt natürlich so Spielereien, die könnte ich eigentlich auch gut im Off weitermachen.
dass wir hier bei den großen Themen mal ankommen. Aber jetzt bin ich gerade dran. Jetzt machen wir es fertig. Eigentlich brauche ich die ja gar nicht, weil das jetzt nicht elementar ist, sondern nur, um es ein bisschen sinniger zu gestalten. Aber ich finde, solche Details müssen irgendwie doch auch richtig behandelt werden, oder? Ja. Ja, so. Ah, das ist jetzt mal fast nichts, oder? Ich mach's trotzdem. Nur eins. Brauchen wir gar nicht zu gucken. Nummer zwei brauchen wir auch nicht gucken. So, und damit haben wir alle. Das wäre jetzt mal der erste Rückzugsort. Und jetzt würde ich sehr gerne ein paar Flamingos hier reinholen. Und damit das Ganze schneller geht, setze ich hier mal ein Behelfshandelszentrum hin. So. Da kommt ein Mitarbeiterweg dran. Wunderbar. Das muss in einen Arbeitsbereich. Sonst wird es mir gar nichts nutzen. Also bitte hier. Und da wir ohnehin noch ein bisschen mehr Personal gebrauchen können, stelle ich das jetzt erstmal ein. Und ja, den Punkt mit Mitarbeiterweiterbildung habe ich auch verstanden. Aber auch jetzt erstmal Leute, die rennen. Ein Zoopfleger. Ein Tierpfleger. Das ist schon mal gut. Ich muss auch ein bisschen das Geld im Auge behalten. Arbeitsbereich, wo ist er? Ist Aqua. Ist Aqua. Warst du das jetzt? Ja, und der andere ist welcher? Der hier, ne? Ja. Okay. Wunderbar, und jetzt gehen wir shoppen. Ja. Und dann wollen wir doch mal sehen, wann mein Rechner die Grätsche macht. Vielleicht müssen wir es dann doch nochmal in irgendeiner Weise limitieren. Bin schon dreimal vorbei, oder? Naja, nehmen wir erstmal das Zwergflusspferd und tun so, als wäre alles okay. Ich will hier nur Bronzetiere, genau. Weibchen, ich glaube, ich habe ein Männchen bisher. Guck grad mal nach. Ausmisten müsste ich auch mal wieder. Also ich brauche noch ein Männchen und ein Weibchen. Vier Tiere sind ja die Gruppengröße. Aber mit so Männchen macht doch keiner was. Ach Mensch. Dann gucken wir erstmal nach den Flamingos. Wahrscheinlich gehe ich wieder dreimal dran vorbei. Hier sind sie. So, das ist doch gut. So, Verzeichnis einmal abgelaufen. Oh no. Ach, das macht doch keinen Spaß. Ich gucke in ein paar Minuten nochmal rein. So, auf jeden Fall brauchen wir erstmal Futterschalen. Und das eine ist für das Zwergflusspferd. Da sehen wir schon. Nehmen wir mal einen großen Futtertrog. Und die Flamingos. Das ist natürlich auch erstmal nur eine Notverpflegung hier. Nehmen wir gleich eine große Futterschüssel. So, ich flach das hier mal ein bisschen ab. Ja, das geht natürlich jetzt super gut mit dieser Schüssel hier schon wieder. Wie ich sie liebe. Okay, alles klar. So passt es. Und dann sollte man nochmal gucken, ob die Wasserqualität auch stimmt, ob hier eine Versorgung da ist. Nicht, dass wir hier irgendwie Krankheiten reinbekommen. Das sieht schon sehr brackig aus hier.
Eieieiei. Haben wir da was vergessen? Jo, haben wir. Okay. Hier ist der Eingang. Dann mache ich das doch so. Dann setze ich hier was hin, irgendwie. Dann wird das hoffentlich alles mitversorgt. Also in die Nähe des Eingangs irgendwo. Heatmap machen wir mal aus. Da haben wir doch schon was. Dann setzen wir da einfach was daneben. So. Ups. Wird beendet. Wartungsintervall müssen wir auch noch setzen. Alle 6 Monate. Wir machen auch gleich den Arbeitsbereich klar. Und bleiben mal in der Heatmap. Gucken auch direkt, ob alles versorgt ist. Wird wahnsinnig, oder? Hinten der Tümpel noch nicht. Okay, das lässt sich aber sehr einfach lösen. Sehr, sehr einfach lässt sich das lösen. Was habe ich denn da? Habe ich was kaputt gemacht? Nee, ne? Noch nicht. Okay. So, wir setzen das Ganze einfach ein Stück zurück. Soweit muss es eigentlich gar nicht. Ich habe Inzucht verpasst. Das ist jetzt Pech. Ist wahrscheinlich direkt mal zu spät. War zu spät, okay. Dann korrigieren wir das noch. Ein andermal. So, erstmal gucken, ob das alles hier gereinigt wird. Das sieht jetzt besser aus. Die Heatmap sagt, ja. Alle Gewässer abgedeckt. Wunderbar, also. Wasser ist da, Futter ist da. Tiere können wir jetzt nochmal gucken. Da würde ich gerne noch ein paar mehr nehmen. Muss ich echt diese Krücken hier kaufen? Boah. Ist jetzt nicht wahr, oder? Hopp. Will ja mal nicht so sein. Da, da kommen sie nämlich. Plötzlich kommen sie aus ihren Nestern. Wer ist hier am Verhungern? Dann geh doch was essen. Ist doch nicht so schwer. Ah, da ist doch was. Ist doch alles da. Hier, Bronze, Männchen. Wups, du bist dabei. Bei den Flusspferden tue ich mich echt noch schwer. Das ist ja hier echt mal nix, ne? Ach, was soll's. Startausstattung. Ein Weibchen und ein Männchen, haben wir gesagt. Und dann ist Ruhe. Ah, Immunität 0% nehme ich wirklich nicht. Beim besten Willen nicht. Okay. Was haben wir denn hier noch? Geht grad noch. So. Hier, Bronze. Eigentlich will ich nichts anderes als solche Tiere haben. Mit einer Schönheitsmedaille. Ah, Lebenserwartung 0%. Super gut. Rein mit dir. Naja, gut. Also. Bis jetzt habe ich noch stabile FPS. Um, wie sie hier reingefeuert werden. Hä? Das ist doch was. Nun gut. Da kann mal ein bisschen Leben reinkommen. Und jetzt will ich mal zuallererst die Gäste ein bisschen abzocken. Wenn die schon hier dumm rumstehen und gaffen, dann sollen sie auch bitte was reinwerfen.
Hier da, da wo es sich sammelt, da kommen Büchsen hin. Okay, also das Wohlbefinden der Tiere steht natürlich im Vordergrund. Deswegen gibt es jetzt Lebensqualitätsobjekte erstmal. Und ich fange mit den Zwergen an. Und mit Futter. Da gibt es den Passspender. Damit haben wir es schon. Dann was zum Spielen. Eine Reibesäule, ja klar. Die passt gut hier hinten hin. Nein, da passt sie überhaupt nicht hin. Da passt sie hin. Können wir noch ein bisschen nacharbeiten. Wenn wir das ein bisschen sinnvoller machen, wird es auch schön. So, was wollt ihr denn noch haben? Nix, alles gut, zufrieden. Pflanzen kommen noch, Rückzugsort passt auch. Ja, Pflanzen, das ist noch das Thema. Jetzt kommen die kleinen Vögelchen hier dran. Ups. So. Auf die Insel natürlich, da kriegt ihr was hin. Was haben wir denn? So, das ist natürlich Spielzeug hier. Kommt sicher auch hier hinten hin. Was ist mit dir? 0 Grad, kompletter Unfug. Das machen wir wieder schöner. Ja, ne? Da gehen nämlich schon die ersten rüber. Da gibt es nämlich was zu tun. Und wie machen wir weiter? Futter fehlt noch. Oh, nur dieses Mega-Ding. Geht das irgendwo? Kann man das irgendwo hier so? Das ist immer eine interessante Frage. Geht sogar. Jetzt ist die Frage, ob der Pfleger da hinkommt. Der kommt sowieso nirgends hin, fällt mir da gerade auf. Also. Es gibt so viele Dinge, die man hier tun kann. Das ist unglaublich. Was haben wir denn? Es gibt wieder die klassische Fliegerbrücke hier. So, das ist natürlich kompletter Unfug. Dann gehen wir mal ein bisschen hoch. Gehen mal 15 Grad. So, in die Richtung. Aber jetzt müssen wir nochmal korrigieren. So. Oh nein, Matze. So ist gut. Hm, das trifft doch gut. Dann machen wir das doch mal so. Und noch einen und dann haben wir es schon. Jetzt ist die Frage, wie wir auf jeden Fall noch den Weg hier rüber schaffen. Da müsste ja auch noch irgendwie jemand putzen können. Und das ist natürlich echt spannend. Der Weg ist lang. Und hier drunter durch geht nicht viel. Das habe ich mir nicht gut durch den Kopf gehen lassen. Was können wir denn da Schönes machen?
Es gab doch so eine asiatische Brücke, aber ich glaube, die ist ein bisschen zu klobig hier. Außerdem sind wir in Afrika. Ja, die hier, mit der können wir nichts anfangen. Die passt hier nicht rein. So. Ganz normale Baustrukturen, die werden sie nicht erkennen. Also ich bleibe hier in der Tat mal bei den Klettersachen. Ich habe jetzt keine andere Idee. Die Frage, können die über diese Baumstämme laufen? Also da kommt er schon mal hin, das ist gut. Wir haben ihn erwischt. Das ist viel zu steil. Das kann der gute Kerl gar nicht. Ja. Da ist jetzt echt guter Rat teuer. Da drunter durch, das klappt wahrscheinlich auch nicht von der Größe her. Ich wollte aber jetzt echt nicht gerne hier so eine Brücke komplett hier durchs Wasser ziehen, aber ich habe das Gefühl, ich habe gar keine andere Chance. Also, was soll's? Dann kriegt ihr hier mal ein bisschen einen anderen Verlauf. Dann machen wir wenigstens ein kleines bisschen ein Kunstobjekt draus, oder? So. Jetzt gehen wir aber wieder flach. Und die Frage ist, können wir das ein bisschen drehen oder sieht das dann richtig scheiße? Entschuldigung. Nicht so schön aus. Mal gucken. Kriegen wir halt den Stoß nicht richtig hier überbrückt. Aber so mit dieser Drehung geht's noch. Das ist ja aber auch fast keine, ne? Wie machen wir das? Vielleicht mit einer Plattform als Zwischenlösung? Machen wir das mal anders. Machen hier eine Plattform draus. Dann habe ich die gleich ein bisschen besser sitzen. Ah! No. Nochmal. So, jetzt. Haha, die interessiert sich überhaupt nicht für meine Drehung. Beziehungsweise interpretiert das insgesamt ganz anders. Nee, das ist nicht schön. Da brauche ich eine bessere Idee, Leute. Und jetzt seid ihr dran. Wie können wir hier eine schöne Brücke bauen? Ja. Denn irgendwie muss der mit seinem Sauger auch hier hinten hinkommen. Und ich weiß noch nicht ganz von wo. So, ihr seid gefragt. Ja. Ja, ihr seid gefragt. Hehehe, ich mach's mir jetzt leicht. Okay, wir shoppen nochmal eine Runde. Hier. Ich glaube, mittlerweile hatte ich davon genug. Das werden wir gleich sehen. Du bist dabei. Immerhin so ein bisschen Attraktivität, die kriege ich hier schon. Okay. So, jetzt fehlt ein bisschen Grün hier drin, oder? Da haben wir ja schon mal geguckt. In der letzten Folge, wie sich das Ganze hier so ein bisschen filtermäßig überschneidet. Biome war aquatisch und Tropen. Tropen, ne? Nee, Gras. Ich hab's vergessen. Ich werd wahnsinnig. Ich hab's vergessen. Also, gucken wir nochmal. In der Tat vergessen. Das ist unglaublich. Das waren die Tropen. Ha! Damn! Okay.
So, aquatisch. Gras kommt weg. Die Tropen kommen dazu. Und hier Afrika. Jetzt ist die Frage, wer will denn hier wie viel haben? Ich glaube, ihr wollt viel und ihr wollt... Aha, wir müssen also auf 5% gehen. Dann sind wir am Minimum bei unseren Flusspferdchen und am Maximum bei unseren Flamingos. Also, wie machen wir das? Ich glaube, was dann schon mal gar nicht geht, ist hier... War doch irgend so was Riesiges dabei. Die hier. Die dürften gleich viel zu viel machen. Also, mal nach dem Baum fahren. Und hier so eine kleine Oase vielleicht basteln. Der macht schon gleich 2%. Das ist ja natürlich fies. Die Kokospalme. Die macht mal hier nichts. Beziehungsweise nur wenig. Das heißt, von denen können wir ein bisschen nehmen. Noch eine kleine daneben. Oh, oh, oh. Oh, oh. Ein bisschen Banane noch dabei. Und das ist schon alles. Ist ja unglaublich, oder? Die wollen mehr. Die wollen 10. Naja. Eine Küstenmangrove. Die macht auch nicht viel kaputt. So, hier in den Flachwasserbereich. Ne, da haben wir schon genug. Müssen noch mal was nach hinten, oder? Aber nicht in den Sichtbereich. Da muss eher ein Baum an Land. Hier so. Was haben wir noch? Tamarinde. Eigentlich ein sehr, sehr schöner Baum, muss ich sagen. Der gefällt mir echt gut. Dann nehme ich aber den Blick. Tamarinde ist hier ein bisschen zu groß. Kommt hier hin. Kleiner Tamarindenbaum? Nein. Sowas geht doch noch. Oh, wie viel wollt ihr denn? Ich werde langsam nervös wegen der ganzen Flamingos, die das gar nicht so gerne haben, was ich hier gerade tue. Lianenranken, können wir damit was anfangen? Die vielleicht an das Dach dran. Hier an die Steine, das ist natürlich nicht schlecht, oder? Efeu habe ich nicht, ne? Nee. Fange ich schon an, mich in diesen Deko-Sachen zu verlieren. Dabei bin ich ja noch gar nicht mit den grundlegenden Dingen wirklich fertig. Ich habe mal wieder was geliked.
Das ist, glaube ich, mittlerweile mein Superskill, oder? So, das passt. Ein bisschen zu viel. Den hier nehmen wir mal raus. Lass uns erstmal gut sein, oder? So ein bisschen Leben kommt da auf jeden Fall rein. Ihr seid wahrscheinlich jetzt total unglücklich. Nee, ne? Mich da irgendwie total verguckt. Also 15%, nicht 5. Okay, dann geht noch was. Naja, ihr zopft euch mal. Wieso komme ich jetzt hier nicht weiter? Wo hänge ich fest? Ach so, im Dach. So, hier ein bisschen neben den Eingang, genau. Haben wir noch irgendwas Kleines hier? Die Buschweide habe ich noch gar nicht. Macht die hier irgendwo Sinn? So richtig? Nicht. Apfelmangrove, die müsste eigentlich auch wieder näher ans Wasser. Ist doch auch schon eine, oder? Küstenmangrove, das hätte man jetzt sehen sollen. Alles klar. Schön hier um die Pfosten rum. Hier ist grün. Da ist noch ein bisschen rot. Dann können wir noch was machen. Und zwar... Eine was? Netzanonne. Na klar. Die kommt hier einfach mal schön mitten rein ins grüne Paradies. Ihr wollt 20% haben. Ich werde wahnsinnig. Bisschen Kleindeko noch. Wir werden es noch schaffen. So, hier ein bisschen noch was in den Eingang. Auch wenn diese Pflanzen so nie in der Natur wahrscheinlich nebeneinander vorkommen, aber das sieht doch nichts aus. Nee, nee, nee. Baum fahren, komm irgendwo. Hast noch was hin? Genau hier oben drauf, aufs Dach. Nee, danke. Ihr seid aber auch jetzt echt hartnäckig, oder? Ja, die Azalena, die nervt natürlich nur.
So, 20. Das sind wahrscheinlich jetzt den Flamingos 5 zu viel. Alles gut. Wir haben es doch. Also, knappe Kiste, aber funktioniert. So, das heißt, glücklich ist jetzt bitte jeder. Was ist denn hier los jetzt, Leute? Hungrig und verletzt. Wer ist denn hier von euch? Ihr sollt doch nicht, ihr sollt... Ach, Leute. Also. Mehrere Tiere leiden unter niedrigem Wohlbefinden. Das sind wohl alle meine Vivarien. Genau. Wunderbar. So, jetzt sieht das schon mal hier so ein bisschen besser aus. Rückzugsort ist noch alles safe. Dann schauen wir nochmal in den Tierhandel rein und reizen das ein bisschen aus. Da geht noch was. Was kann dieses Flusspferdweibchen? Naja, ich hatte schon schlechtere Tiere, sagen wir mal so. Immer hier nochmal ein bisschen höhere Attraktivität. Dann sortieren wir gleich mal durch. Bevor es Ärger gibt. Okay, einmal in die Zooliste rein. Bei den Flusspferden wird es wahrscheinlich gleich Knatsch geben. Nochmal, 4 Stück war die magische Grenze. Der Kerl hier, der darf gehen. Sind die schon wieder resettet hier? Sowas aber auch. Du darfst gehen. So ein Bronzeweibchen, oder? Hungrig, verletzt, kommen. Können wir sowieso nicht brauchen. Also, ab ins Handelszentrum. So, das hat jetzt einmal ein bisschen Geld gekostet. Muss erstmal in Quarantäne. Ist das so? Du bist es nicht. Dann kommst du jetzt in Quarantäne. Okay. Also, es füllt sich. Ja, die Vivarien, das mache ich nachher klar. Im Off. Hier, das ist auch Platz für Spendenbüchsen. Perfekt. Da kommt was zusammen. Hier können wir auch noch mal eine hinstellen. So, ich habe das gerade noch so im Kopf. Spendenbüchsen sind toll, aber auch nicht alles. Mülleimer sollten wir auch aufstellen. Ja, das ist richtig. Aber jetzt haben wir erstmal so einen Grundstock hier im Gehege. Die Frage ist auch hier, was können wir noch Schönes machen? Oh, wo können wir die Leute noch abzocken? Da ist noch... Hier. Und was ganz wichtig ist, damit sie auch genug Geld haben, um es hier spenden zu können, gibt es auch nochmal eine Runde Automaten dazu. Haben wir hier eh viel zu wenig. Gerade bei den Läden. Machen wir mal an jede Seite hier noch einen. Ja, direkt vor die Pflanzen. Das ist nicht so intelligent. So.
Nee, ich will zu den Arbeitsbereichen. Hier fehlt auch noch was. Alles klar, und jetzt machen wir so ein bisschen Peripherie, würde ich sagen. Ich habe ja hier schon eine Tierpflegerhütte. Die ist recht günstig für diesen Eingang hier und für den. Die Frage ist, wo kommt später der Eingang zu diesem Gehege hin? Ich denke mir ja irgendwie, dass es Sinn machen könnte. Yo, den irgendwo hier zwischen zu knallen. Aber wo? Das weiß ich noch nicht ganz. Also die Frage hier ist auch noch mega interessant. Wohin kommt hier eigentlich der Gehegeeingang? Da kommt Geld rein, das ist okay. Hier passiert mal gar nichts bei den Flusspferden. Ich glaube, da haben wir aber auch noch nicht die Gruppengröße erreicht. Da können wir auch noch was machen, wenn wir optimieren. Also, oh, Wacke, jetzt geht los, oder? Das muss ich gleich mal in Ruhe anschauen. Jo, also die Frage, wohin kommt tatsächlich der Gehegeeingang? Was können wir hier noch rein dekorativ machen in dem Gehege? Fragen über Fragen. Lasst mich noch ein bisschen inspirieren und ich gebe euch noch die Chance, dass ihr euch inspirieren lassen könnt. Ansonsten würde ich fast sagen, gucken wir beim nächsten Mal in eure Kommentare rein zu diesen beiden Gehegen hier. Ich denke, das wird mich mehr als lang beschäftigen. Und dann haben wir noch Leisten, Krokodil und Ganges-Vival übrig. Auch da werden wir noch mehr als genug Arbeit haben. Toiletten fehlen auch noch. Schaut mal einer an hier. Vielleicht setze ich die einfach mal ganz notdürftig hier. Notdurft ist ja das richtige Thema bei Toiletten. Nur damit wir mal einen Block haben, ne? Soll jetzt nicht schön werden. Ich like sie erstmal wieder. Hauptsache, wir haben Toiletten. So. Okay. Also, der ganze Weg, das ganze Wegkonzept, die ganzen Bildungseinrichtungen. Hier fehlt noch viel. Ich denke nämlich nochmal gerade laut drüber nach. Das nächste Mal gibt es erst noch Wege, Bildung und alles Mögliche. Und beim übernächsten Mal gucken wir in eure Kommentare rein. So machen wir das jetzt. Das ist beschlossene Sache. Ich freue mich, dass ihr dabei wart. Würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder reinschaltet und guckt, wie das Ganze hier weitergeht. Vielen Dank und bis dann. Euer Matze.